Yo, und willkommen beim Megaprojekt hier auf dem Kanal Rotpilz. Und dabei ist der Ungespielt. Hallo. Hallo. Tja, ich nehme schon die ganze Zeit auf, denn der kleine liebe Rotpilz hier, aka Felix, hatte eben ein Aufnahmeproblem. Wir haben heute 4 Leute ins Projekt geholt und darunter war der Felix auch dabei. Wir hatten heute dazu geholt den Venicraft, den Mojang Minecrafter und den Riol. Und den Riol. Und wir haben am Anfang hatten wir eine ganz schön stürmische Folge. Da war nämlich direkt ein Krieg zwischen Dena, Rewindmere und Broken Sums, wo der Dena nämlich auf den Mond ein Portal geschossen hat. Und dann, was da passiert ist, könnt ihr zum Beispiel in meiner Folge gucken oder in eine Folge der anderen Leute, weil diese haben alle aufgenommen und alles gesehen. Also ich habe es alles komplett gesehen. Oder auch einfach bei Dena mal vorbeischauen. Da bist du ja deine Aufnahme abgekackt, ne? Mhm. Ab wo hast du denn aufgenommen? Ich habe aufgenommen, wo wir da hinten standen und ich bin zum Grundstück von Revi gelaufen. Achso, okay, dann hast du die ganze Grundstückführung noch drauf, ja, ne? Ja, die habe ich alle drauf, ja. Ja, dann würde ich einfach sagen, auf jeden Fall ein Hallo und dann, ja, falls ihr nochmal sehen wollt, was verpasst habt, dann schaut bei den Teilnehmern einfach vorbei. Die Grundstücke hast du ja rumgezeigt, dann würde ich sagen, kannst du ja direkt dann das jetzt dranhängen und dann nachstarten. Genau. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Okay, dann gut, dann frage ich mich, ich habe keinen Plan, womit ich anfangen soll. Ja, das ist die Frage. Ich kann dir erste Sachen auf jeden Fall bereitstellen. Also ich hätte einfach also, warte, mal Holz ich, oder sowas. Ich weiß was. Pass auf, ich weiß was. Komm mal mit, warte. Hier noch nicht durchgehen. Okay. Exklusiv. Ich hab eine gute Idee. Okay, komm mal jetzt da durch. Wupp. Jetzt habe ich eine gute Idee, pass auf. Ich habe es gerade noch Default drin, sieht ein bisschen komisch aus, aber ich mache die Tage dann mal ein anderes Text. Ich habe ja keinen, weil ich habe bei Zeronics Grundstück immer so Frame-Lags bekommen und jojo. Ich muss gerade gucken, kann ich ja was gucken hier. Juju Meta Recipes. Wie man Museen macht, habe ich eine schöne Idee für dich. Echt? Warte. Kannst auf jeden Fall schon mal einen Anfang und dann, ah so macht man das. Guck mal in den Crafting Table rein, siehst du? Warte, ich war gerade bei deinem komischen kleinen Viech, das deine Sachen aufsammelt. Ja, ich guck rein. Oha! Zack, zack. So, warte, ich mach mal ein bisschen Myzel raus. Lol. Was richtig lustig wäre, wenn du eigentlich deinen ganzen Boden durch. Sollen wir deinen ganzen Boden durch Myzel austauschen? Boah, das wäre eigentlich ziemlich geil, oder? Ja. Das ist ziemlich special. Ich glaube, ich mache mir dann so ein kleines Haus direkt an dem See, was ein bisschen darüber hängt oder sowas. Das ist eine geile Hübsches. Idee. Okay. Pass auf. Nehmen wir uns jetzt den Stab, hier Wind of Lightning. Ja, auf Equitrate. Dann ein bisschen Myzel. Jetzt guck mal ganz kurz, ob du in den Kisten irgendwo Pilze findest. Egal was für. Doch, hier sind rote Pilze, 2 Stück. Oh. Sollen wir auch einen braunen Pilz nehmen oder nur rote nehmen? Nein, nur rote. Das wird so ein braunen Pilz, ey, du Ekelhafter. Was willst du damit, ey? Du Widerlicher. Du hast da bestimmt übelst viele Knochen, oder? Soll ich mal hier ganz viele Knochen. Hast du die mit? Nimm mal einfach. Soll ich mir nehmen? Brauchen wir eigentlich nicht, weil ich habe noch eine High of Flow. Du kannst ein ganzes Deck Knochen geschenkt haben, also. Oh, geil. Nimm dir einfach mal die raus. Ich brauch die ja nie wieder. Dankeschön. Hab ich denn die? Oh, wie viel Redstone du hast. Ich hab ganz viel Juju Meta zusammen gemacht dann. Wo habe ich denn die Hacke da? Da. So. Hast du noch ein paar Pilze gefunden? Nein. Hoppala. Hallo. Wer bist du denn? Hallo. Wir wollten eigentlich mal ganz kurz Simon was fragen. Ja, wir sind mitten in der Aufnahme. Wir sind gerade Aufnahme. Geht's nicht. Oh, sorry. User left your channel. User was moved out of your channel. Okay. User was moved out of your channel. So geht's natürlich auch. Deswegen muss ich den TS noch so einstellen, dass man ihn einstellen einfach kann ohne Erlaubnis. Ich glaube, wir hätten in irgendeinen Raum gehen sollen, wo Aufnahme steht. Oder wir machen das einfach über Skip und das nächste Mal. Ja. Hier ist noch ein brauner Pilz. Ist auch noch ein Braunpilz. Ich übernehme das mal direkt mit deinem braunen Pilz, ne? Ich tue die mal weg. Nee, die brauchen wir noch, um die zu quälen. Achso, okay, dann tue ich die mal hier rein. So, alles geplant. Okay, dann gehen wir durch, drunter, dann so. Gehen wir zum Portal zurück, dann muss ich noch ein paar rote Pilze sammeln. Warte, ich brauche erstmal Fleisch. Hier ist noch Fleisch. Hier kannst du auch noch mal hier das Fleisch haben. Ja, geil. Hier kannst du auch noch mal aus der Nahrungsdings, kannst du ein paar Sachen nehmen für eine Farm. Also ein Stack Melonen oder... Boah, okay, Melonen. Ich nehme einfach mal. Nehmen wir hier so 16 alles, Millionen. Das du Millionen. Da, 16 Millionen, ey. 16 Millionen nehme ich mir hier raus. Ich glaube, Karotten habe ich ja schon.
Ja, ich denke mal, das passt. Dann mach ich die direkt mal zu Seeds, bevor ich die esse. Ich glaube, die anderen haben von Tim ordentlich was auch in Ausrüstung bekommen. Dann komm. Whoop. Oh, es wird dunkel. Aber egal, die anderen. Es sind so viele auf dem Server, ich glaube nicht, dass alle schlafen werden. Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir hier eine große Aktion. Das wird die Mega-Aktion hier. Jetzt kommt Magic ins Spiel. Es wird Boah, geil. Wie viel Mizzi hast du gemacht? Ich hab genug, um deinen Grundstück zu machen, glaube ich. Hoffentlich. Ne, doch nicht. Ich hab bei weitem nicht genug. Oh, du hast das hier auch. Ich hab Gras. Gras im Mizzi gerne. Ich hab bei weitem nicht genug. Ich muss noch ein bisschen Mizzi holen. Aber dafür ist dein Grundstück dann schön lila. Gefällt mir. Ja. Ich glaube, hab auch direkt eine Pilzkuh, die direkt rüber gebe. Hier. Vermehret euch. Was geht ab, Honey? Ja. So, ich muss meine nochmal. Ah, nee, ich habe zwei. Gut, dann reicht das. Kann ich dir direkt auch welche geben, dann kannst du die auch paaren. Du versauter, du. Dann hole ich noch ein bisschen Bizzi. Ich muss auch, aber hätte ich nicht gedacht, dass ich da so viel für so einen Quatsch. Jetzt, also, ich sag mal, ist ja eher so ein Spaß. Quatsch! Aber egal. Wie kannst du nur? Ich hab auch einiges an Bizzi. Ach, an Dings hier. Wir suchen hier ein bisschen mein Grundstück aufzuräumen. Das ist nämlich total voll. Wie schrecklich ist das? Mit dem vollen Grundstück. Das ist das. So, Mycelium. Ich weiß nicht, ob es jetzt reicht. Hast du dein ganzes Julio Meta für mich verschwendet? Verbraucht? Nein. Das ist ja eine Notwendigkeit hier. Ich hab bald endlos mit Julio Meta, wenn ich mit der Technik loslege. Und die Julimeter braucht man ja für nichts, das ist ja das Problem. Die Leute hier, die so viel Julimeter fahren, wie Zoronic zum Beispiel und Spark, also das ist ja eigentlich Quatsch, weil was kannst du daraus machen? Du kannst daraus Eisen, Gold und so ein ganzes Kram machen, wenn du davon genug hast. Also wenn du davon alles hast, was du brauchst, dann ist es ja Quatsch, weißt du mal, ne? Mhm. Bei Julimeter kann dir keinen Shards geben, Julimeter kann dir keinen Dings geben. Boah, Digga! Ich mach jetzt ja mal hier so ein paar Fackeln hin. Bevor ich hier gleich nichts mehr sehe. Ich glaube, das ist auch ein bisschen angenehmer für die Zuschauer. So. Eine gute Idee. Mach hier ein bisschen. Auch weg hier. Wir machen direkt ein Mycelium-Grundstück, ey. Das ist nicht geil? Das ist normal, das ist dicker, das ist fett. Gute ist, dass mein Stab Charging hat. Das heißt, ich brauche nicht nur einen Stab. Ich nur ein paar Stacks Jubelmeter brauche. Aber dafür ist das Jubelmeter dafür so ein Quatsch. Weil Jubelmeter ist eher so ein Fun-Item, was man halt wirklich nicht... Also... Für die kleinen Ressourcen, aber das Problem ist, wenn man schon so viel Geometer produzieren kann, hat man eh schon von allem genug. Mhm. Das heißt, ab dem Punkt wird Geometer wieder sinnlos. Das hebt sich dann wieder auf. Ja. Zoronic hat, glaube ich, 18 Kisten voll mit Geometer komplett. Oh Gott! Also Diamantkisten voll mit Geometer. Das Problem ist, das wird er niemals in dem verbrauchen. Er wird vielleicht ein paar Sachen davon benutzen, aber er wird es nicht verbrauchen. Baust mit deiner Ho ab. Wie viel hast du noch? Oh, ich hab nicht mehr so viel, scheiße. Ich muss noch mehr welche machen. Ich hab wieder alle verbraucht. Atomkraftwerk. Ich hab wieder alle verbraucht. Lord. Aber egal, dafür wird dein Grundstück schön. Atomreaktion. Ich hab so ein bisschen Angst, hier in der Nähe von Dena zu wohnen. Ich glaube, Dena macht deinen Reaktor. Was? Ich glaube, Dena macht gerade was Böses. Ich geh mal ganz kurz gucken, okay? Oh, er schreibt, ups. Was ist er bei sich unten? Komme. Ist der unten? Dena ist bei Broken Sums. Dena ist bei Broken Sums. Oh, der wird den Atomkraftreaktor hochjagen. Ich hoffe mal, dass mich das hier nicht angreift. Sonst bin ich ganz traurig. Guck mal ganz kurz runter. Umgespielt. Bist du auch vergiftet? Nee. Geh mal weg da, weil sonst. Ich glaube, dann kriegst du so eine Radiations-Damage. Okay, dann hau ich mich schnell ab. Boah, lol, das leckt gerade bei mir auch. Ach du Scheiße, ich hau ab. Revi und ich sind hier gerade vergiftet. Lol. Okay. Ja, Dena hat sich an Broken Sums gerecht. Und er hat Revis Grundstück komplett zerstört. Und Broken Sums. Dena dreht durch, ja. Ich glaube auch, dass Dena durchdreht. Ich glaube, Dena hat ein bisschen zu viel Praktikum gemacht oder so. Dena ist auf Crystal Meth. YOLO. Ich habe echt jetzt mein ganzes Team verbraucht. Aber egal. YOLO. YOLO. Egal, es haben eh alle so viel Julio Meta, ich glaube, die geben dir das auch so.
Ja, das Liebe-Wetter ist auch nichts wert, wie gesagt. Also das Liebe-Wetter ist einfach nichts wert. Das ist wie deine Mutter! Das ist das Problem. Ich glaube, ich baue mir so einen riesen Pilz in mein Dingens. So ein, also wirklich so einen Schirm mache ich mir. Cool. Und da mache ich das dann alles rein. So, wenn ich das hinkriege, natürlich. Ich habe auch Behutsamkeit, das ganze Kram ist Zauber. Ja, geil. Aber Behutsamkeit, das ist das Beste. Aber ich glaube, ich glaube, das wäre viel zu kompliziert. Ich glaube, ich würde das eher mit roter Wolle oder so machen. Ach was, mit roter Wolle? Wie will ich würde das denn aussehen? Bipapo. Der häslig aus. Ja, dann würde ich es lieber nicht machen. Mit roter Wolle? Oder dann mache ich mir ein ganz normales Haus. Mach mir ein Haus. Ja, auf jeden Fall machst du einfach ein Haus in so einen Pilz rein. Klar. Ich hatte ja eh so eine Public-Stromversorgung geplant. Ich glaube, ich baue dann einfach so einen Pilz in die Stadt und mache dann da so ein Solarkraftwerk rein. Das ist gut. Eine coole Idee. So, ich habe gleich ein ganzes Grundstück myzeliert. Myzeliert. Meine Damen und Herren, ungespielt denkt sich Wörter aus. Boah, Alter. Boah, es war ein... Das war alles eine ganze voll! Menge, alles voll! Eine ganze Menge Myzel, du. Ja, ich glaube, wir haben heute etwas Großes geleistet hier. Hoppala. Jetzt habe ich schon wieder den Fackel kaputt gemacht. Das ist böse. Diese Blöden. Yo, yo. So. Alter. Ah, das mache ich mal zu Dirt oder, ja, oder so. Okay. Boah. Das muss ich sagen. Ich spring mal durch dein Portal und guck mal, wie es von oben aussieht. YOLO. Wie baut man einen Kompressor ab? Ja, das ist die Frage. Lol, wie das von oben aussieht, Alter. Cranker Shit. Das sieht, also von deinem Grundstück sieht's cool aus. Das ist gut. Ist hier irgendwo Dirt am Start oder so? Nein! Was denn? Ich hab meinen Zauberstab kaputt gemacht, weil ich nicht darauf geachtet habe, wie viel Aufladung hatte. Charging 1, aber ich habe ihn so schnell kaputt gemacht, dass er kaputt war, bevor ich ihn aufgeladen habe. Rudi! Oh, das war jetzt richtig dumm. Oh Mann. Das war richtig dumm, aber egal, ich brauche mir neuen. Ich glaube, ich habe Charging 1 aus Zauberstab. Ja, du hast eh unglaublich. Ich habe unendlich Glück hoffen. Leute, müssen aufs Glück hoffen. Das Glück, einfach die Doppelzahlen. 7, 7, 17. 30. Dann machen wir es hier mit der Hand. Ach man, jetzt habe ich habe keinen. Ach man, ich hole mal ganz kurz meinen richtigen Stab. Ach, ich habe einfach mal gerade Dirt von dir geholt, um das hier zu füllen. Ich bin gerade ein wenig traurig. So. Achso, ich habe in meinem Tresor, glaube ich, die Sachen. Jetzt ach, sieht Mann. Das hübsch aus. Ich habe auszusehen den Stab zerstört. Ich bin so doof. Aber. Ach, naja, passiert. Wo habe ich die? Ich tue jetzt einfach mal die Workbench hier neben. So. So. Mach ich einen neuen Stab. So. So. Oh Gott, der Dena ist weg. Dena ist jetzt gegangen, okay. Ich glaube, der hat sich nicht so gut benommen, der Dena. Dein Laser. Was du da tun? Ich mach Mycelien. Ach so. Ah, das verbreitet sich aber auch auf Dirt, ja, ne? Wenn man kein Gras hat, verbreitet sich von alleine, ne? Auf Gras verbreitet sich das nicht, aber auf Dirt. Ach ja, hätten wir einfach nur alles einfach zu Dirt gemacht und dann hätten wir nur an bestimmten Stellen einfach so insgesamt ein Stack oder so verteilt. Ach. Naja, egal, weißt du? Wenn man so viel hat, warum nicht einfach auch ausgeben, ne? Wozu der Geiz? Also, ich hätte mir die ganzen Zuschauer zu diesem Zeitpunkt schon geschrieben. Simon, bist du doof? Dein ganzes Yu-Meta, du hättest gar nicht so viel gebraucht. Mit C verbreitet sich von alleine. Weißt du, alle benutzen Yu-Meta für ganz viele verschiedene Sachen. Du machst ein Myzel. Egal, das habe ich wenigstens. Ich habe mein Humimeter wenigstens sinnvoll benutzt. Sinnvoll. Ja? Simon hat ein großes Herz. Er macht meine Heimat schöner. Ich kann zwei rote Pilze schon mal hier wachsen lassen. Hättest du da schon irgendwo gerne einen Punkt? Am Anfang? Ich würde sagen, hier so. Hier, wo ich stehe. Hier ein? Ja. Nee, der muss höher sein. Ja. Der muss ja hier. Hier. Weil okay. Sonst ist der so tief. Dann hau drauf mit der Ho. Oh! Weil sonst wäre nämlich der. YOLO. Der Höhe von dem. YOLO. Cool. Ja, das sieht gut aus. Hi Gomme. Na? Alles fresh? Auf jeden Fall schon mal Swag. Na, Minecraft-Freund. Freund. Sieht doch smexy aus. Komm her. Oh, ich kann was das. Denn? Er sagt Minecraft Dead. Ich kann das nicht hauen, das hier. Das was, mir zählt. Du musst hier nochmal normales Dirt hin machen. Ja, mach's einfach dann. Du kannst auch einfach, ja, genau. So. Komm mal kurz hier für einen Screenshot. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach in die nächste Folge danach. Okay. Moment. Du.
Oh, du kannst ja am Anfang lange oder was auch immer. Komm mal kurz hier nehmen. Okay. So einfach F5en oder was meinst du? Er stellt genau hin. Ah, das soll ich mich den. Ah. Ich okay. möchte für mein Thumbnail ein schönes Foto. So sieht's doch gut aus. Sieht das super aus? Es sieht super aus von Firma her. Ich mach glaube ich an dem Baum mache ich noch glaube ich ein Portal. Das sieht dann noch geiler aus, weil dann direkt noch ein Portal am Baum ist. So, lol. F2. Auf der Karte sieht das auch nice aus. Ja, jetzt unterscheidet dein Grundstück sich krass. Kennst du StarCraft? Das sieht nämlich aus wie der Serserk-Schleim, ey. Boah, ich kenn StarCraft gar nicht. Das ist, ja, es gibt so ein Volk, das ist, es gibt so drei Völker, eine Menschenrasse, die so Technikkram hat, eine Alien-Rasse, die so richtig hoch entwickelt ist und so eine Alien-Rasse, die so richtig low entwickelt ist, also von Intelligenz her. Die sind aber mega brutal und die können nur bauen, ihren Brutschleim machen, die bauen alles so organische Gebäude und sowas, die verbrennen es ja. Die haben überall diesen Schleim und überall, wo die den Schleim haben, das verbreitet sich immer weiter. Lol. Richtig geil. Also, ja, geil. So, auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir haben heute... Ich glaube, ich beende dann auch mal meine Folge mit dir hier. Ja, wir haben auf jeden Fall hier heute eine schöne, eine gute Einweihungsparty gehabt. Wir haben hier das Grundstück von dem lieben Rotpitz schon mal hingesetzt. Mhm. Und ich freue mich schon, wie es sich entwickelt. Und ich freue mich, dass du mein Nachbar bist. Na, und klar. Ja, vielleicht hat man auch einen unterirdischen Keller und einen Gemeinschafts- und ein unten was Gemeinsames. Man weiß ja noch nicht, man weiß ja noch nicht. So, ja, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ach, heute gab es gar keine Geschichte. Aber ich glaube, weil meine Folge schon was länger ist und weil ich auch die Introduction drin habe, dann lasse ich einfach mal die Geschichte für dich. Und dann nehme ich das einfach in meine nächste Folge mit rein. Ist das eine Idee? Ich habe gar keine Geschichte. Hast du nicht? Weil normalerweise drehe ich nie, also das ist jetzt ein Tag, also heute, wir drehen heute schon für morgen, also wir haben heute den 30.07., aber die Folge seht ihr erst am 31.07. Und normalerweise drehe ich immer an dem Tag selber und ich habe die Geschichte noch gar nicht so weit. Da aber das, dafür... Leute, gibt's heute ein Special, 2 Megaprojekt-Folgen heute. Das heißt, das hier wird die erste Folge sein und heute Abend gibt's noch eine Megaprojekt-Folge und da gibt's dann die Geschichte drin. Okay, ja. Gut, heute gibt's dann 2 Megaprojekt-Folgen als Special. Also, falls ihr das cool findet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge bewertet. Auch allein dafür, dass was alles passiert ist, dass wir so viele neue Bewohner haben, dass Dena heute so einen Krieg angefangen hat. Also, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Folge bewertet und ich denke mal, bei Rotpitz genauso. Genau. Das wäre sehr cool. Also dafür werde ich dann auch eine zweite Folge raushauen. Ich glaube, ich werde die zweite Folge raushauen, wenn wir heute noch die 2000 Markies schaffen, die 2000 Likes. Bei dir. Ja, ich glaube, das kriegt ihr hin. Dann gibt es heute Abend noch eine neue Folge mit der Geschichte. Falls ihr keine Lust auf die Geschichte habt, dann liked nicht. Also das könnt ihr entscheiden, okay? Gut, dann haben wir auch einen Kompromiss. Weil normalerweise 2 Folgen am Tag, dann haben wir eine Folge PvP. Aber dann muss ich jetzt vielleicht 3 Videos sogar. 2 Folgen Megaprojekt, ein PvP. Oder ein Stream. 2 Folgen Megaprojekt und ein Stream. Man weiß nicht, Leute. Zeigt einfach in den Kommentaren, worauf ihr Bock habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ne, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.